Ja. Aber anscheinend haben wir jetzt nicht Villani Strawstream, sondern King gegen Geldmann. Ah, never mind then. Wir werden uns jetzt ein Paul Falco Ditto. Oh, jojojojo. Zwei das Pauls, beide Falcos. Das wird doch fantastisch. Denkst du? Wer das geholt? Ich denke, das ist zumindest auf jeden Fall mal unser Set, unser erstes Set, was zum dritten Game geht. Meinst du? Ich glaube schon. Findest du es? Geldmann-Stocks sind on the rise auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Geldmann-Stocks gekauft vor ein paar Monaten. Ja. Ich hätte es wirklich machen müssen. King-Stocks ist halt jetzt die Frage. Sind wackelig? Ja, sind wackelig. Er hat sehr viel anderes Zeug gerade in seinem Leben, um das er sich kümmern muss. Er ist ein sehr stabiler Stock. Man kann eigentlich immer auf ihn counten, sag ich mal. Aber er ist immer noch mit dem Controller unterwegs, oder? Sehe ich das hier? Ja, er kriegt seine Box nicht gefixt. Und sind wir mal ehrlich, auf Controller ist er, glaube ich, sogar noch besser. Man hat sich wirklich großen Unterschied gemerkt. Nee, dieser Mann ist ein Multitalent. Ich könnte ihm wahrscheinlich diese DK-Bongos geben. Er wäre damit genauso gut. Das würde überhaupt keinen Unterschied machen. Hast dann bloß halt einen schreienden Paul neben dir. Nächstes Mal setzen wir ihn mit so einem Rennrad, Lenkrad dahin. Dann soll er da seine Aerials mitmachen. Alter, aber was hat er dann unten auch so Gaspedale, ja genau. Das sind A und B, weiß ich nicht. Das mal, die Belegung kann er dann custom machen, wenn er will. Hast du den Shield Pressure gesehen? Direkt auf Geldmanns Schild. Da geht's direkt rein. Einfach keine Jokes, die beiden. Ich muss gleich im Vorhinein sagen, Falco Ditto, das ist das Matchup, glaube ich, das ich am wenigsten mag vom selber Spielen. Dementsprechend habe ich auch am wenigsten Ahnung davon. Das heißt, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, schon mal sorry in advance. Und Geldmann nimmt den ersten Stock mit. Ja, surprisingly. Irgendwie am Anfang hat er ganz schön viel Druck da kassiert, aber dann hat das auf einmal einfach umgedreht. Und so schnell kann es gehen im Falco Ditto. Ich auch wirklich wenig Ahnung davon, aber ich finde, es ist immer geil zuzuschauen, muss ich sagen. Zu spielen, was anderes, aber zuzuschauen ist zumindest immer Action. Da geht selten Frame vorbei ohne es was. Es gibt immer beim Falco Ditto so diese zwei Situationen, sage ich mal, diese zwei States. Das ist entweder wird der eine richtig geil gepunished, so wie jetzt gerade. Mit der Down Smash. Wow. Und die zweite Situation ist, sie stehen voreinander und lasern sich und beide sind kind of stuck und sie wissen nicht so genau, okay, was machen wir jetzt hier? Ja. Wer geht als erstes zu approachen? Was macht er? Stanky Leg. Das einfach rausgefischt. Jetzt muss Geldmann was machen. Jetzt muss er aufdrehen. Das ist auch ein bisschen awkward. Gegen Paul zu spielen ist aber auch, das muss ich sagen, er spielt ganz, ganz anders. Wie ich das von meinem letzten Set mit ihm ein bisschen versucht zu erklären, ist, Paul steht oftmals einfach da. Man hat nicht das Gefühl, dass er sich viel bewegt. Und auf einmal punisht er dich. So wie gerade eben irgendwie Three-Stock. Was ist passiert? Man hatte nicht das Gefühl, dass er sich viel bewegt hat, viel Pressure, aber irgendwie er punisht auf einmal. Und dann man hat auch nicht mal unbedingt das Gefühl, dass der Noob so viel besser ist, dass er so viel mehr macht, aber es ist... Seine Punishes sind wahnsinnig kreativ. Vielleicht hast du es gemerkt, sehr viel Down-Smash. Das ist auch eher so ein Move, an den denkst du nicht. Ja, aber der extendet auf jeden Fall damit die Kombos sehr schön, muss man schon sagen. Oder finisht sie auch manchmal recht früh. Boah, da hat ihn aus der Luft gecatcht. Gab das auch so ein klassischer Fall von... Da sehen wir ihn schon wieder. Ja. Das kannst du nicht... Es ist halt keiner dafür ready. Keiner ist irgendwie bereit, dagegen irgendwie eine Option zu wählen. Und dann... Das war gutes DI von... Oh, und ein schöner Shorten. Aber dann... mit den Double Laser von der Ledge. Die schlechtesten Double Laser. Und Geldmann weiß selber, dass es die nicht waren. Ja. Er kommt auch so schwer da aus dem Schild raus, weil Paul unglaublich. Er hat während dem Pressure hat er das Schild langsam hochgeängelt, dass er nicht von oben getroffen wird, dass er nicht geschildpunkt wird und hat daraus den Punish bekommen. Wunderschön. Das war schon sehr schön, ja. Und wird dafür direkt belohnt mit dem Stock. Jetzt sind wir wieder in der State von Punish. Schauen wir, was passiert. Er droppt die halt auch einfach nicht, ne? Er ist da... Er wollte die Paul Bär. Hat jetzt da basically aus einem Opening 100% und convertet die auch. Wow. Wunderschöner Punish. Das ist wirklich echt sehr schön zu sehen. Jetzt schauen wir mal jetzt. Er kriegt diesen Schein auch noch Shield und es tut so weh. Es sind so viele Prozente. Oh no. Ich habe das Gefühl, mein Stock ist doch wieder irgendwie klein. Scheiße. Ja, irgendwie. Aber wir haben den King Stock. Wir hätten nichts sagen dürfen. Ich wollte doch nur einmal vergleichen. Oh no. Und wieso? Was hast du getan, Finn? Du hast es gejinxt. Es tut mir sehr leid. Nächstes Mal wird nochmal Best of 3, wird 2-0 ausgehen. Ich sag's jetzt schon mal. Oh schön. Ja, vielleicht haben wir zu früh gesprochen. Gucken wir mal.
Geldmann auch auf jeden Fall jemand, der durchaus mal einen schnellen Punish beenden kann und Frühstocks nehmen. In dem Matchup weißt du nie, wann ein Stock genommen wird, aber Paul will hier überhaupt keine Kompromisse machen. Oh Gott, mit der Vorhand, oh, er noch und. Er hat. Oh Scheiße. Na, das könnte genau das sein, was Geldmann wollte braucht. Dachte er, dass die Forward er killt oder wollte er eine Downer machen? Ich weiß. Oh no. Frage, oh no, das ist es. Den muss er haben. Den muss er machen jetzt. Oh mein Gott, die dritte Abwehr. Na, wo ging die mehr hin? Scheiße. Forward tilt. Er macht den Paul. Das ist es, oder? Nein, ist es das? Das kann es nicht sein. Oh mein Gott, wow. Diese Komposition. Wir gehen Game 3. Ja, da sind wir. Wir haben das erste Best of 5, meine Freunde. Let's go. Unglaublich, unglaublich von Geldmann, dass er das Game noch geholt hat. Er war wieder zwei Stocks hinten, glaube ich. Muss man natürlich auch sagen, King hat ein bisschen weggeschmissen da mit der Forward Air. Ich muss ihn danach fragen, ob das ein Missklick war oder ob er wirklich dachte, dass die Forward Air killt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wissen wir nicht. Gut. FD, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen öfter diesen State of Laser sehen, ja, wo sie voreinander stehen und schauen, was passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass beide nicht so wirklich Bock haben, Laser zu schießen. Nee, das stimmt. Bis jetzt haben wir nicht so viele gesehen. Ja, einfach direkt rein und Shield Basher. Warte mal. Das, was da unten links gerade über den Icons von King aufgetaucht ist, ist das ein Combo-Zähler? Ja, tatsächlich. Das haben wir auch bei uns beim Weekly. Oh mein Gott. Hat uns Jonas da in das Streaming eingebaut. Jonas ist der absolute Goat. Tatsächlich, ja. Da können wir schön tracken, ob die Leute ihre True-Kombos finden. Das war zwar nicht True, doch, 5 Hit, ja. Super Sache. Also, ich bin froh, dass das für ihn noch geklappt hat, weil eigentlich hätte er dann Downsmash oder so machen sollen, aber er ist für den Forward-Tilt gegangen, was ich absolut wild fand. Manchmal muss man einfach, wenn man irgendwas anders macht, kreativ weitermachen und Geldmann schreit hier, die Abwehrs finden. Da wäre doch bestimmt noch eine gegangen. Hat sich nicht ganz getraut. Ja, die beiden schenken sich hier wirklich nichts. Ich bin richtig nervös. Wow, wie lange er sich da getraut hatte, im Schein zu bleiben. Warum ist er denn nicht an die Ledge? Naja, vielleicht kann er jetzt diesmal den Fehler verbessern und geht wieder nicht an die Ledge. Jetzt. Da muss er nicht mal an die Ledge. Perfekt. Okay, und wir sind hier zum ersten Mal im Set, glaube ich. Ne, gut, er hat das Game 2 gewonnen, aber... Ja, aber das sieht definitiv more competitive aus, sage ich jetzt mal. Ja. Sie nehmen... Der Laser tat weh. Ja, ja. Er wollte ihm gar nicht die Chance geben für den Tag. Macht einfach die sogenannte Ginger näher. Ich glaube, sie heißt immer noch so. Davon habe ich nichts gehört, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ansonsten, ich glaube, Irfan macht sie auch noch gottlos oft. Deswegen kannst du sie auch... Ich nenne sie ab jetzt lieber Irfan. Irfan. Das können wir gleich hier so... Boah, hat der jetzt echt die Abwehr gesmashed, ja. Das ist gesehen. Dieser da ist der verrückte super Hund. Rausgekommen. Okay. Ja. Okay, kriegen wir hier noch... Einen? Reverse, er wollte sie haben. Er wollte kochen. Okay. Das ist aber jetzt und jetzt. Da haben wir aus der Ground auch schon die Let's Go Paul Chance. Wahrscheinlich von Young Ulrich. Ja, da hinten steht er auch schon. Schau zu. Okay, jetzt. Paul ist Stock on the Rise. Ja, puh, ich werde vielleicht direkt danach eincashen in meine Geldmann-Stocks. Scheiße. Okay. Und wir haben jetzt 2-1, aber noch keinen Gewinner, weil wir sind jetzt im Best of 5. Das heißt, Geldmann bräuchte noch ein Game. Ja, jetzt ist die Frage, cheers, Mann. Oh, er geht zurück. Er sagt, die Stage war richtig, ich habe es nur schlecht gemacht. Ja, er ist confident. Und mal gucken. Bis jetzt scheint sich das nicht so ganz ausgezahlt zu haben. Und jetzt, was ich glaube, was ganz, ganz schwierig ist, ist das Mindset. Ja. Weil du musst überlegen... King hatte bereits, er hatte es. Er hätte nur einen anderen Knopf drücken müssen. Er hätte eventuell sogar mit Up-Air gekillt. Er hätte wahrscheinlich auch gekillt, wenn er einfach sich an die Ledge gehackt hätte, statt da rauszugehen für die Forward Air. Wahrscheinlich war Forward Air sogar die schlechteste Option. Die einzige Option, die nicht funktioniert hat. Und jetzt auch direkt an. Aber es ist easy. Da muss er jetzt kämpfen. Und von Geldmann spielt er wahnsinnig schön. Sobald er merkt, okay, sein Gegner ist über ihm, angelt er das Shield nach oben. Er hat gar keinen Bock. Sehr dynamisches Shield auf jeden Fall, ja. Muss man sagen. Er lässt sich da nichts zeigen. Ich glaube auch auf den ersten Games, die wir gesehen haben, hat King schon sehr viel über die Plattform auch seine Kombos extended. Und vielleicht fehlt ihm das hier so ein bisschen. Hatte ich auch das Gefühl, ja. Weil, ja... Geldmann scheint da auf jeden Fall keine Plattform zu brauchen zum Kommen und jetzt hat er sie aber den Edge Guard leider ein bisschen verkackt.
er erwartet immer so, dass die Side-B ein bisschen später kommt, aber King macht sie immer instant. Ja. Und damit glaube ich, da hat er schon ein bisschen was gedroppt. Ah ja, das ist der Unranked so. Falco. Laser Forward Smash. Das funktioniert einfach egal auf welchem Level. Ja, wir sind auf dem besten Weg zu unserem ersten Game 5. Jetzt mal gucken, ob King das hier auch zu Ende bringen kann. Oh. Ja. Das sieht gut aus. Und diesmal, ja, er macht keine Forward Air. Oh. Er macht diesmal schön Back Air. Und wir haben einen Game 5. Wir haben das erste Game 5. Da sind wir. Oh mein Gott. Es wird gerufen. Let's go, Paul. Beide auf jeden Fall viel Spaß am Spielen. Sie sind am Lachen. Denkst du, sie haben Spaß? Ich weiß nicht. Die Gesichter sprechen auf jeden Fall nach Spaß. Hier neben uns auch anscheinend ein Super-Duper-Set passiert. Ja, rechts passiert da irgendwas. Ich weiß auch nicht, was genau da los ist. Okay, aber wir sind auf Yoshis. Jetzt wird geballert. Action, Action, Action. Und Geldmann startet durch. Oh, wo sollte dieser Upsmash denn hin? Wahrscheinlich eher ein Up-Tilt gewesen. Geldmann macht sehr gern auf jeden Fall die Laser von der Ledge. Bis jetzt noch nicht wirklich viel Erfolg damit gefunden. Also was ich merke, warum... Oh Gott. Warum die Falcos von diesen beiden um Meilen besser sind als mein Falco, die machen ja wirklich, sobald ihr Shield getroffen wird, eigentlich instantly Shine Out of Shield. Ja. Natürlich noch ganz viele andere Aspekte, aber das ist... Muss man sagen, auch wirklich beiden sehr, sehr ausgreifendes Combo-Game und auch nicht unbedingt so straightforward, sondern mit sehr vielen... Oh, nein! Oh! Ja. Noch ein Shine! Und wird direkt getötet dafür. Ich glaube, er hätte irgendwann einfach Down-Air machen können. Oh, warum ist er denn für die Extension gegangen? Muss man sagen, ich krieg gar nicht mit, wie die Stocks hier. Es geht so schnell. Wir sind aber tatsächlich auch 100% vorne noch für Geldmann. Bei 136%. Wenn er den jetzt noch holt. Oh, wow, das. Gegen die Wand, ey. Einfach. Oh, Randall will auch ein bisschen mitspielen. Squash gespielt. Wunderschöne Smash, die aus dieser Down-Air. Okay. Covert die Plattform. Covert die Side-B. Covert den No-Tech. Jetzt auch nach oben. Es reicht, Ich glaube, währenddessen war er sich nicht sicher, ob sie killt. Ja. Aber hat einfach gegambelt. Was macht der mit seinem Shield, der Junge? Oh nein, jetzt geht's ab. Wir haben die Chance in der Crowd. Ich krieg ja schon ein bisschen Herzflattern hier, wenn ich da zuschaue. Ich weiß gar nicht, wie es denen geht. Oh Gott. Aber King will diesen Stock. Er kämpft so hart dafür. Und du siehst schon wieder dieser Shine Out of Shield, sobald sein Schild getroffen wurde. Ja. Ah, irgendwie, Geldmann kommt nicht mit diesen Light Shields auf den Plattformen zurecht. Okay, oh. Okay. Jetzt kriegt er den Edgeguard. Oh, er kriegt und die Side-B ist zu low. Finn, wir haben Last Stock. Last Game, Last Stock hier. Wer kriegt den Punish? Er mescht raus. Oh, ja, so ein Schwitzer. Er hat einfach rausgemescht. Scheiße. Das waren keine guten Double Laser. Gott im Himmel, was sehen wir denn hier? Oh mein Gott. Jetzt wird nur noch rumspaghetti. Jetzt okay. Das muss sein. No. Er geht für Nein! Was ist das denn? Er geht für die Suicide. Der King hat gewonnen. Oh mein Gott. I can't believe it. Einfach nichts machen! Scheiße. Er hätte einfach nichts machen müssen. Oh Gott. Aber er ist ein Baller. Das ist die Revanche für die Forward Air vorhin, wo er gewifft hat. Berlin bleibt hart, ja. Berlin bleibt hart. Was ist das denn? Was war dein Gedankengang jetzt dabei? Bei der Suicide, der. Ich glaube, dass ich nicht zuerst sterbe, aber King hat leider nicht den Good Games. Also war ein insane Set. Der hat Bock gemacht. Das war geil. Not close. Was war das für eine Forward Air im zweiten Game? Also war mit Absicht? Ja. Wir haben echt überlegt, hast du dich verdrückt oder so? Digga, du hättest alles machen können. Du hättest näher machen können oder so. Einfach, oh mein Gott. Aber diese Mentality einfach, dass du das noch durchgedrückt hast. Wow, okay. Das war jetzt hier mein Set. Das Problem ist, jetzt kommen die nächsten beiden hoch und müssen irgendwie versuchen, jetzt dieses Set irgendwie dem gerecht zu werden. Mit Puffox.